easy go. Und nochmal einen wunderschönen guten Abend oder eher guten Morgen zurück zu GTA Online. Kommen wir zu Video Nummer 2, was ich heute schon aufgenommen oder aufnehmen will, ist wie gesagt, ich will wohl schnell was testen. Habe ich mir da fast gedacht. Naja, zielen sollte man können, älter ich, aber das kann ich heute anscheinend nicht mehr. Es geht nicht um die Störsender, nur der hat mich gerade gestört. Ha, was für ein Wortspiel. Nein, Video Nummer 2 geht an Hermann Sommer, du kleine Ratte, Alter. Denkst wirklich, du könntest mich weiter foppen, indem du mich provozierst über WhatsApp oder was? Bist du so klein und erbärmlich oder was? Du miese kleine Fotze, Alter. Na gut, du willst es also in Real Life verlegen, dein Krieg, ja? Mit mir. Läuft bei dir. Gut. Bist du so kleinlich und so erbärmlich? Hast du kein Leben oder was? Dass du jetzt deinen Hate auf mich oder deine schlechte Laune oder was auch immer dir gerade durch deine kleine beschissene Birne geht, musst du das jetzt wirklich per WhatsApp klären, nur weil du zu feige bist, zu mir in die Party zu kommen und Rede und Antwort zu stehen. Du weißt schon, dass das, was du mir heute geschrieben hast, ich natürlich an meine Jungs weitergeleitet habe, von wegen, ich bezahle sie dafür und bla bla bla. Ich weiß ja nicht, woher du die Info hast, du verdammter Vollidiot, aber ja. Glaub nur das, was du willst, Alter. Ich könnte das Leben so schnell zur Hölle machen, dass du nie wieder GTA anfährst. Sowieso ein guter Tipp, halt dich lieber von GTA fern, weil sobald meine Jungs dich sehen, bist du sowieso Geschichte. Ja, also. Ja, wie gesagt, solltest du dich noch einmal irgendwo in GTA blicken lassen und ich sollte es rauskriegen und ich krieg's raus, Digga, glaub mir. Da bist du gefickt. Und zwar ordentlich. Ich weiß, ich sollte auf meine Wortwahl achten, wenn ich ein Video mache, aber in diesem Fall, vergiss es. Digga. Und vom Wegen, ich mache mir auf YouTube keine Freunde. Digga, wer von uns hat wohl mehr Follower, Abonnenten? Du oder ich? Ich habe mehr Follower auf Insta als du, ich habe mehr Freunde auf Facebook als du. Digga, du kannst mir weder hier noch sonst irgendwo das Wasser erreichen. Und deine IQ? Ja, von dem sprechen wir erstmal gar nicht, ja. Weil außer Fett fressen und die ganze Zeit Frauen bescheißen kannst du ja eh nichts, ne? Du kleine Muschi, Alter. Digga, sowas wie dich. Nein, das sag ich jetzt nicht. Apropos, sieht der nicht geil aus? Ja, zumindest kann ich mir teure Autos leisten und muss nicht durch irgendwelche Glitches mir die Autos holen, ne? Du kleiner Penner, Alter. Zumindest check ich GTA. Was willst du? Ich glaube, das letzte Mal, als ich auf dein Konto geguckt habe, hast du eine 1.14er KD gehabt. Ach, wie süß. Schau mal. Ich habe mich heute über 2 Stunden mit Typen angelegt. Ich habe eine 2er KD. Herzlichen Glückwunsch. Du Spargel, Alter. Ach so. Damit du noch einen Grund zum Weinen hast. Heute Nacht weinend in dein Bettchen gehst. Oder wie nach deiner Mama schreist. Also, insgesamt erledigte Spieler 18.723. Tode durch Spieler 9.813. 1.99. Digga, ich spiele seit 227 Tagen, 6 Stunden und ein paar Minuten. Und du willst mir erzählen, dass du irgendwas gebacken kriegst, was GTA betrifft. Und willst mir die Regeln in GTA erklären? Digga. Ich glaube, du brauchst eher eine kleine Lehrstunde in GTA, nicht ich. Weil das, was du an Atem ausstößt, sowas wie du gehört einfach verboten. Du hast echt nicht die. Gestern zum Beispiel habe ich versucht, dich anzurufen, aber anstatt abzuheben, hast du abrupt aufgelegt, weil du auch selbst dafür zu feige bist. Ich weiß nicht, du stehst anscheinend drauf, in GTA gejagt zu werden, und ich wiederhole es nochmal. Wer Bock hat,
dieses Individuum abzufacken. Und zwar richtig, von Grund auf fertig zu machen. Könnt ihr dies gerne tun? Mir dann bitte Screenshots oder Videos schicken, das wäre mega nice von euch. Wie gesagt, du hast ja anscheinend mit Akuma no Okami schon Bekanntschaft gemacht, laut den Screenshots in der Community. Und du hast mit Shadowmod schon zu tun gehabt. Und du hast schon ordentlich kassiert. Tja, das waren nur zwei von meinen Jungs. Ich habe aber noch 11 oder 12 in den Hintergrund. Also, na, ich weiß nicht, ob du so prickelnd darauf bist, jetzt nochmal die Fresse aufzureißen. Außerdem, das ist eine Königsrasse-Crew, ja? Wo ich jetzt drin bin. 030er. Königsrasse 030er. Digga, und mit den Leuten legt man sich nicht an. Weil das sind Tryharder. Inklusive mir. Obwohl mein Name eigentlich Trier Killer ist, aber ich finde es trotzdem witzig. Und die Zweierkette habe ich nicht umsonst. Digga, ich habe mehr in GTA erreicht als du in deinem ganzen verfickten Real Life. Ja? Und ich habe auch mehr in Real Life, weil ich habe zum Beispiel eine abgeschlossene Lehre, du zum Beispiel gar nicht, du Hilfs-Chuckel. Was willst du jetzt machen? Meine Handynummer veröffentlichen, meine Adresse veröffentlichen? Ah ja, warte mal, die weißt du ja gar nicht. Ha! Schublöde Weißbus, dass ich in Neustadt bei Güssing wohne. Ja, das kann ich gern sagen, das weiß so ziemlich jeder. Aber, Digga, was willst du machen? Was willst du machen? Selbst wenn du meine Handynummer veröffentlichst, das wird dir einen Scheiß bringen. Weil über die Hälfte der Leute, mit denen ich zocke, meine Nummer schon haben. Also, blöd gelaufen, ne? So, da ich diesen wunderschönen Tag nicht mit so einem Penner wie dir verbringen will, werde ich jetzt dieses Video beenden. Wenn ihr dieses Video seht, werde ich wahrscheinlich schlafen. Höchstwahrscheinlich. Hoffentlich. Also, wir sehen uns dann heute Nachmittag zu einem Stream. Und falls ihr ihn auf der Playsee sucht, er heißt Hermann Sommer. Und falls ihr ihn unter dem Namen nicht findet, er heißt TryerKeller34. Sollte er sich noch einen Account gemacht haben, kriege ich auch den raus und auch den werde ich dann veröffentlichen. Ich wünsche euch somit noch einen schönen Tag und wir sehen oder hören uns beim nächsten Video. Tschüss, tschüss.